So, jetzt hoffe ich, das letzte Video, dass mein Speicherplatz überhaupt noch ausreicht, wundert mich. Ja, also ich habe jetzt viele Geschichten erzählt über das Wirken des Heiligen Geistes, über das Wirken Gottes, egal in welcher Situation. Und ich möchte da Mut machen, quer zu denken, wie Jesus Christus denke, wie Gott denkt. Ja, Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist ja eins mit dem Vater im Himmel. Also du da jetzt sagst, denke, wie Gott denkt oder denke, wie Jesus Christus denkt. Das ist dasselbe in dem, was man meint. Ja, und jetzt möchte ich auf ein Thema eingehen. Ist immer noch das gleiche Thema. Aber oft verlangt der Heilige Geist Dinge, deshalb auch Querdenken, in diesem Sinne Querdenken, verlangt der Heilige Geist Dinge, die so konträr und verrückt sind, so wie es im letzten Video ich beschrieben habe mit der Gerichtsverhandlung, die du eigentlich nicht machst, weil sie ja vom Verstand her total gegen dich arbeiten und sind. Ja? Wo es eigentlich richtige Dummheit ist, das so und so zu machen. Aber Gott sagt, mach das so, so wie zum Beispiel, gibt es ein Beispiel in der Bibel, da war ein König, das ist auch so ein Zeugnis. Wie die Juden, es ist eigentlich unbegreifbar. Sie werden, du musst dir vorstellen, da ist ein König, der wohnt, was weiß ich, ein paar hundert Kilometer von Jerusalem damals weg, hat so einen Raubzug gemacht und hat dort Mägde und so wie es früher war, Gefangene gemacht und ganze Familien in sein Königreich entführt. Und da war, ich weiß es nicht mehr, wie sie heißt, eine Magd, ich glaube, die Tochter von der Magd, glaube ich sogar. Ich glaube, die war 17 Jahre erst, oder ich glaube, da steht sogar eine Bibel drin, weiß es aber nicht sicher, muss ich mal nachlesen. Ja, auf jeden Fall, es müsste die Tochter von der Magd gewesen sein, von der Frau vom König. Also, die hat am Königshof Sklavenarbeit gemacht, ja, Sklavendienste gemacht. Das ist ja keine tolle Sache. Du wirst entführt. Es war nicht seine Liebhaberin oder sonst was. Das nicht, aber das ist auch schon eine Schande genug, wenn du da entführt wirst aus deinem Land und da ist Frondienste, wo Sklavenarbeit machen muss, ja. Und dann ist ihr Mann, der König, an irgendeinem Aussatz, irgendeinem unheilbaren, ich glaub, es war sogar Lepra, krank geworden, also sterbenskrank geworden. Und da hat die junge Grott, sage ich mal, ja, das junge Mädchen hat gesagt, in ihrem Heimatland hat sie erzählt bekommen, ich weiß es nicht, ob sie auch verschleppt wurde, ob sie da schon gelebt hat oder ob sie dort geboren, das weiß ich nicht, wahrscheinlich wurde sie verschleppt, glaube ich, ja, hat gesagt, in ihrem Heimatland, da gibt es Menschen, die das heilen können. Und seiner Frau gesagt und die hat sie ihrem Mann gesagt, wenn ich die Geschichte noch richtig in Erinnerung habe. Auf jeden Fall ging der mit seinem Diener und hat auch Geschenke mitgenommen, ging die paar hundert Kilometer und hat den Elisa, glaube ich war es zu der Zeit, den Propheten Elisa aufgesucht und der hat Gott gefragt und Gott hat ihm gesagt, er soll sich siebenmal im Jordan untertauchen. Da hat er eine Wut gekriegt, siebenmal im Jordan. Hat er gesagt, ihr habt doch wohl einen Vogel, ich bin König, geht doch nicht in dieses Dreckwasser da rein und so weiter. Siebenmal vor den Leuten, macht mich doch nicht lächerlich. Hat den Rückzug, hat gesagt, er geht wieder zurück in sein Land. Und dann ist noch ein Diener vom Gehasi, glaube ich, noch hinterher oder was. Auf jeden Fall hat ihn der Diener vor allem von dem König, hat ihn gebettelt, hat gesagt, jetzt König, so nach dem Motto, du bist jetzt sowieso hier, jetzt mach doch das, wenn es was bringt, ist gut, wenn es nichts bringt, na, so what. Ja. Also er hat es gemacht, wurde geheilt, hat einen Haufen Geschenke dagelassen, ja, und so verlangt, so. Und da brauchst du Glauben. Und wenn dann das über längere Zeit sich noch hinzieht, über Jahre, manche familiäre Sachen über Jahrzehnte, dann wird dein Glaube beansprucht. Und ja, und da will ich jetzt Mut machen,
mit ein paar Glaubensgeschichten, hoffentlich Glaubensgeschichten, dass sie bei dir ankommen. Ich habe jetzt einige von meinem Leben, von anderen auch erzählt. Und da waren in Kanada war ein Prediger und zu dem hat der Heilige Geist zur Winterzeit gesagt, wo da gar keine Saison ist und es war total irrsinnig, das überhaupt zu machen, hat ihm gesagt, er soll in die Berge fahren, in ein ganz bestimmtes Holzfällerdorf. Ja, also im Sommer, wenn der Holzfällerzeit war, weil die da nicht täglich dorthin, das ist da teilweise ja weit in der Wildnis drin, ja, und so weiter. Und er soll da hochfahren, außerhalb der Saison, die waren leer, war alles leer, und er soll in dessen das Haus dorthin hineingehen und predigen. Das hat er gemacht. Musst du dir mal vorstellen, ja, stundenlang fährst du da so im Winter, vielleicht hat es noch Minusgrade Gefahr, dass du mit dem Auto stehen bleibst und vielleicht noch dein Leben vielleicht noch verlierst. Das, in so einer Wildnis da, weißt ja nie, kommt ein Bär oder keine Ahnung zu dieser Zeit, hat gerade Hunger und so weiter und auf ein saftiges Steak und dann bist du hier. Ja? Und das ist ja total irrsinnig. Ja, fährst Kilometer, ich glaube, das waren schon mehr, also es war mehr, weit mehr als 100 Kilometer, sowas habe ich noch im Gedächtnis. Fährst dann ein abgelegenes Holzfällerdorf und predigst, gehst dann das Haus XY ungelöst hinein und predigst. Und das Zeugnis hat er in irgendeiner Predigt oder irgendwo auf einer Konferenz, wurde das später erzählt, in welchem Zusammenhang, weiß ich gar nicht. Dann hat sich danach ein Mann gemeldet und hat gesagt, ich war im hinteren Zimmer, habe den Strick schon, wollte mir das Leben nehmen und dann bist du gekommen und hast gepredigt. Ja. Was war eine hohe Ebene? Was war ein Respekt Gott? Da waren zwei Seelen. Die eine, der Pastor, wo er einfach gehorsam war und sich vielleicht jahrelang im Kopf gerade, vielleicht noch Streit mit seiner Frau, Familie, die gesagt hat, mit mir gehst du nie aus und jetzt fährst du da oder so, vielleicht weiß ich nicht, interpretiere ich jetzt mal oder so, ja, könnte vielleicht schon sein, ja. Ja, und Ding und so weiter und so fort. Und dann Jahre später kommt die Auflösung, ja. Und ähnlich war es, da war eine junge Frau, in Afrika war es, glaube ich, auf der Mission. Und die, muss ich mir nochmal überlegen, die war, jetzt weiß ich nicht, habe die Pause da gedrückt. Ja, auf jeden Fall, da war eine junge Frau, die war missionarisch tätig, war eine Missionarin und die hatte Geld von der Bank abgehoben. Ja, das sind irgendwelche Spenden und da hatte sie einen weiteren Fußmarsch zu laufen gehabt, also mehrere Kilometer, das war so ein Tagesmarsch, wenn ich mich noch richtig erinnere. Ja. Und es haben andere gesehen, die da an der Bank hat sie nicht aufgepasst. Also die haben einfach gesehen, sie hat einen größeren Geldbetrag da von der Bank und die sind ihr gefolgt, ohne dass sie es gemerkt hat. Ja. Und dann hat sie übernachten müssen, weil alles zu lang. Ja. Und dann hat sie da übernachten müssen. Und ging dann, ja, und sie hat diese Räuber nicht gemerkt, die ihr gefolgt sind. Und die wollten sie ausrauben. Und in dem Moment, wo sie sich schlafen legt, haben die Räuber, das waren Engel, da waren keine Polizisten, aber die haben alles voll mit Polizisten gesehen, ja, mit Menschen, die sie beschützt haben. Ja, und haben sich dann dadurch bekehrt, dann kam das ins Licht, haben sich dadurch bekehrt. Und diese Geschichte hat sie auf dem Heimaturlaub erzählt. Und da hat sie gesagt, wann war das genau, die Uhrzeit, sagen Sie mal ganz genau die Uhrzeit. Und genau zu der Uhrzeit hat zu Hause in ihrer Heimat irgendjemand von der Gemeinde dort einen Eindruck gekriegt, also in diesem Zeitrahmen, dass sie sich zum Gebet treffen sollen und für sie beten sollen. Sie wussten nicht, warum. Sie wusste es ja auch einige Zeit nicht, weil das kam erst zeitverzögert alles ans Licht.
Und eine ganz ähnliche Geschichte, die war aber genau umgedreht. Da war eine Missionsstation, die war auch zwei Tagesreisen, zwei Autotagesreisen, ich weiß nicht mehr in welchem Land, zwei Autotagesreisen. Hatte dann auch jemand später in einer Konferenz war das dann, das Erlebnis erzählt. Und bei denen war es umgekehrt, die mussten einen Ertrag vom Markt oder was auch immer, einen Geldbetrag in die Stadt bringen, auf die Bank. Ja. Und die wurden auch verfolgt von Räubern, die sie in der Nacht überfallen wollten. Und die haben dann auch plötzlich lauter Polizisten um sie herum gesehen und haben dann irgendwie wurde das denen klar, das waren gar keine Polizisten und haben sich auch dadurch bekehrt. Und das haben sie, und als sie diese Lebensgeschichte erzählt haben, einer von diesen Missionaren, wo da unterwegs war, also die haben mit dem Auto übernachten müssen unterwegs, ja, und hat er das in einer Konferenz erzählt und da hat sich auch jemand gemeldet und hat gesagt, wir waren da im Haus, da haben sie auch die Uhrzeiten ganz genau verglichen. Genau zu dieser Uhrzeit haben wir den Eindruck bekommen, dass wir für euch beten sollen und dann ist das so und so passiert. Ja, manchmal sagt der Heilige Geist und das ist mein Ansporn, das ist mein, was ich dich ermutigen will, diese Impulse natürlich zu prüfen. Du kriegst immer irgendwelche. Und Satan arbeitet mit Gefühlsimpulsen sehr oft und sehr gerne. Dass er uns mit Gefühl in einen Glauben hineinführt, also nicht in einen Glauben, dass du wegkommst von Gott. Da kann ich auch ein Beispiel erzählen, kein Negativbeispiel noch erzählen, mal kurz gucken, ob es noch passt von der Zeit. Mann, oh Mann, meine Videos waren früher immer 5 Minuten lang und die werden zu lang. Herr Jörg, ich muss mir helfen, mich kürzer zu fassen. Jetzt mache ich noch eins und dann ist Schluss. Shalom, Agabe, Shalom, immer denken, wie Gott denkt.